Beim Saisonauftakt des ADAC GT Masters in Oschersleben haben Markus Pommer und Marvin Kirchhöfer den ersten Sieg errungen. Lange sah es aber nach einem Mercedes-Sieg aus. Marvin Dienst, Schütz Motorsport, ging in seinem Mercedes AMG GT3 von der Pole Position aus in Führung. Wie ein Schatten klebte RTW Racing Pilot David Jahn in der Corvette C7 GT3R an ihm. Das Gespann konnte sich zwischenzeitlich von seinen Verfolgern absetzen, der Vorsprung betrug zu der Zeit mehr als 7 Sekunden. Beide kamen gegen Ende des Boxenstoppfensters zum Fahrerwechsel. Dienst übergab an den Neuling Aidan Reed. In der RTW Corvette nahm Sven Barth Platz. In dieser Phase schob sich die Spitze wieder zusammen. Hinter den beiden Führenden konnte sich Marvin Kirchhöfer in der Corvette C7 GT3R heranarbeiten, Regen sorgt für Durst, kein anderes sah so aus, als könnten Dienst und Reed einen Startzielsieg erreichen. Dann setzte aber leichter Regen ein. Zunächst drehte sich Sven Barth auf Platz 2 liegend von der Strecke und touchierte dabei die Corvette von Kirchhöfer. Der ließ sich davon aber nicht beirren und konnte dem Führenden Eden weiter folgen. Meistgelesene Artikel: Fußball, 2. Bundesliga, Fitch entlässt offenbar Trainer Anfang, Fußball, Bundesliga, dubioser Wechsel 2er SGE Stars, Fußball, Bundesliga, darum läuft BVB Schalke im Free-TV, Müller Wohlfahrt über Fehldiagnosen nimmt. Fußball, La Liga, Suarez stichelt gegen Liverpool, dieser bekam dann allerdings zunehmend Probleme. Er konnte Kirchhöfer auf der nasser werdenden Strecke nicht mehr hinter sich halten. Er wurde nach hinten durchgereicht und lief auf Platz 5 ins Ziel ein. Kirchhöfer hatte den Mercedes AMG GT3 beim Fahrerwechsel zur Rennmitte von Markus Pommer übernommen. Fabian Vettel, Bruder von Formel-1-Pilot Sebastian Vettel, beendete sein erstes Rennen im ADAC GT Masters im Mannfilter Mercedes auf dem 26. Platz. Grund dafür war unter anderem eine Durchfahrtsstrafe, die er antreten musste. Er hatte die Mindestzeit in der Boxengasse nicht eingehalten. Das Podest wurde von den Duos Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde, HCB Rutronic Racing, sowie Jeffrey Schmidt und Christopher Hase, BWT Mücke Motorsport, in ihren Audi R8 LMS komplettiert. Noch an diesem Wochenende findet das 2. Saisonrennen ADAC GT Masters, Sonntag ab 13 Uhr live auf Sport 1 im TV und im Livestream auf Sport 1. statt. Let's block it's why.